Wir starten. Ghostrick, meine lieben Damen und Herren, willkommen auch die lieben Zuschauer auf YouTube, die sich das Ganze vielleicht im Nachhinein anschauen. Ghostrick ist ein wunderbares Spiel, in dem man tot ist. Das kommt in anderen Spielen auch ab und zu vor, aber hier ist es tatsächlich Teil der Geschichte. Und ich glaube, wir wollen heute mal wieder Lynn retten. War doch so, oder? Denn sie hat sich mal wieder umbringen lassen. Das kommt vergleichsweise häufig vor, aber naja. So, fortsetzen. Ist nicht ihre Nacht. Kapitel 4, es ist 20.18 Uhr mittlerweile übrigens. Trickzeit. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Der Typ hat mich von außen erschossen, richtig? Sieht so aus, ja. Statt die Kugel aufzuhalten, sobald sie hier drin ist, wäre es nicht lustiger, den Typen vom Schießen abzuhalten? Es wäre vor allem sinniger. Hast du eigentlich einmal The World Ends With You gespielt? Nein, ich habe es nicht gespielt. Ich habe das Spiel einem guten Kumpel damals zu Weihnachten geschenkt. Der es nur bedingt zu würdigen wusste. Dementsprechend, weiß ich nicht, hat sich für mich dann nie so ergeben. Also, aber ich weiß, dass es sehr gut sein soll, ja. Lustig, sagt sie mit glänzenden Augen. Oh je. Du kannst dich mit dem Telefon fortbewegen, oder? Ja, und ich kenne auch die Nummer des Münztelefons am Schrottplatz. Ich will nicht wieder erschossen werden. Aller guten Dinge sind drei, gilt hier irgendwie nicht, verstehst du? Mach dir keine Sorgen. Und überhaupt, Redewendungen war noch nie mein Fall. Aber das mit dem Telefon ist eine gute Idee. Ich sollte es probieren. Das ist in der Tat eine gute Idee. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Jawohl! Ja, nee, jetzt lass mich. Ach so. Ja, jetzt kommt der Polizist rein. Kommissarin, alles in Ordnung? Oh, ich hatte Hunger, also habe ich versucht, er für mir ja liefern lassen. Was? Tun Sie, bla. Darf ich jetzt nochmal was tun? Solche Aufgaben sollten, wie wäre es mit Hütchen? Ja, ja. Ghost. So, jetzt sind wir hier. Motor, Trittleiter, Notizbuch. Schreibtischlampe. Telefon. Ah. Hütchenparadies, hallo. Sie wollen Hütchen? Wir haben Hütchen. Einmal Huhn, bitte. Wollen Sie das Brathähnchen-Spezialmenü? Okay. Warum sollte ich da jetzt hinwechseln wollen? Ach, weil's lustig ist. Hallo, Prinz Huma. Badaboom. Hallo, wohin sollen wir liefern? Aufgelegt. Nachverfolgt. Okay. War das jetzt so gut? La 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 la. Was sind schon ein oder zwei verlorene Hühnchen? Wären es derer drei, wäre das etwas anderes. Lalala. Okay. Coole Sache. So, wo bin ich hier? Warum bin ich hier? Man weiß es nicht. Telefonbuch, Menütafel, Klingel. Das. Was ist das da auf der linken Seite? Man weiß es nicht. Kann die Klingel betätigen. Bringt nichts. Wir sind einfach hierher gekommen, ohne groß darüber nachzudenken. In der Tat. Aber das ist nicht der Auftragsmörder, der mich umbringen will. Noch wissen wir es nicht hundertprozentig. Offensichtlich nicht. Wahrscheinlich sollten wir schnell zurück. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann gehen wir halt wieder zurück. So, Telefon wählen. Komisch. Was ist los? Dieses Telefon scheint nicht zu funktionieren.
Hoppla. Normalerweise leuchtet die Leitung rot, aber jetzt nicht. Aber wir sind doch über die Leitung hierher gekommen. Scheinbar können wir in der 4 Minuten vor dem Todwelt die Leitung nur benutzen, wenn darüber gerade telefoniert wird. Aha. Du machst Scherze, oder? Solange die Leitungen geschlossen sind, können wir nirgendwo hin. Wir müssen wohl von vorne anfangen. Okay. Also es bringt jetzt wirklich nichts, hier irgendwas zu... Oh, Moment, was ist das denn? Zeit bis zum Tod? Ja, ja. Okay. 2. Was ist das für ein seltsamer Ort hier oben? Komischer Barkeeper. Interessant. Wird vielleicht später irgendwann nochmal relevant? Man weiß es nicht. Tja, und damit ist sie mal wieder tot. In der Vergangenheit kann ich die Leitungen nicht verwenden, wann immer ich das möchte. Aber das heißt nicht, dass ich sie bei jeder kleinsten Gelegenheit unüberlegt benutzen sollte. Ich muss irgendwie dahin gehen, wo der Mörder ist. Lass es mich nochmal versuchen. Vielleicht bietet sich mir ja eine gute Gelegenheit. Ich sollte die Zeit zurückdrehen und von Anfang an alles nochmal wiederholen. Ganz von Anfang. So, Trickzeit. Okay. So, sie hat den Hörer aufgelegt. Wir können uns jetzt in der Zeit einfach mal umgucken, keine Ahnung. Motor. Hier runter wechseln. Achso. Mit dem Balken selber kann ich aber nichts machen. Mit dem Motor kann ich auch nichts machen. Ich kann die Trittleiter bewegen. Was bringt das denn? Aha. So könnte ich hier rüberfahren. So, dann haben wir hier ein Mikroskop. Kann ich was untersuchen und ich kann Fotos untersuchen. War schon wieder Quatsch, was ich gemacht habe, nur weil ich so viel ausprobieren will. Was ich ein bisschen doof und blöd finde, ist die Tatsache, dass man diese Sequenzen, die so fest vorgegeben sind, dass man die nicht wirklich überspringen kann. Okay, das war jetzt eine schnelle Sequenz, deswegen egal, aber naja. Was kann das sein? Sieht aus wie ein übergroßer Nagelklipser. Findest du? Weißt du, was es ist? Warum hast du mich gefragt? Hast du mein ratloses Gesicht nicht gesehen? Hä? Das ist so eine Art Forschungsdings für Forscher. Normale Leute wie wir müssen nicht wissen, was das ist. Dazu kann ich nichts sagen. Ich erinnere mich nicht, was Forschung ist. Aber offensichtlich mag Lin es nicht besonders. Gut, dann halt nicht. So, Fotos. Diese Bilder sind alt. Was ist da drauf? Kleine Steinsplitter? Und die Splitter leuchten. Weißt du, was das ist? Ohne mein Gedächtnis bin ich vielleicht nicht gerade der ideale Ansprechpartner. Schon gut. Ich wollte nur höflich sein. Ich habe nicht gedacht, dass du es weißt. Au. Die Dame kann eine ganz schön spitze Zunge haben. Ich kann deine Gedanken hören. Schon vergessen? Ich weiß. Geister können untereinander ihre Gedanken lesen, hören, wie auch immer, ja? Interessant. Dann ist ja gut. So. Einmal Huhn. Ja, ja, ist gut. Okay, wir wollten ja sowieso nicht ins Hühnchenparadies. Passt. Was nicht passt? Ich hätte gar nicht... Ne, Moment, als er telefoniert hat... Ich musste jetzt nicht ins Hühnchenparadies wechseln, oder? Kann man nur dahin wechseln, wo der jeweils andere gerade hin telefoniert? Oder kann ich dann, solange er telefoniert, überall hin wechseln? Ich möchte gerne für eine Minute zurück aufs Revier. Tut mir leid, aber das kann ich nicht zulassen. Blups. Ja, okay, das war... ja. Hey, erschreck mich nicht so. Du könntest mein Leben verkürzen. Ich arme. Dein Leben ist genau genommen vorbei. Das musst du mir nicht so unter die Nase reiben. Ja, ja. Man hat mich hierher beordert, um auf diesen Neuling Lindorf zu passen.
Sie ist schon ziemlich süß. Zwinker, zwinker. Okay. Man hat mir gesagt, sie soll den Kommissar draußen anrufen, wenn sie etwas Verdächtiges tut. Also stehe ich hier rum. Hey, vielleicht sollte ich ihn jetzt anrufen. Sie ist so hübsch, dass es geradezu kriminell ist. Wow. Wow. Heieiei. Sag mal, hast du gehört, was der Polizeibeamte gerade gesagt hat? Ja, der Typ hat einen komischen Geschmack. Sein Geschmack ist ganz normal. Aber das meine ich nicht. Das mit seinem Befehl. Der Befehl, den Kommissar anzurufen, wenn ich etwas Verdächtiges tue. Anrufen, hm? Ich habe mich wirklich sehr verdächtig verhalten, aber er hat nicht angerufen. Er sollte besser aufpassen. Also, wenn die Polizei etwas Verdächtiges beobachtet, kann sich die Situation vielleicht ändern. Aha. Aha. Lin, du musst etwas Verdächtiges tun. Tu etwas Verdächtiges, schnell. Was nu? Inspektor Campanella ist auf dem Weg. Er ist jeden Augenblick hier. Okay. Na, Abend, Wachtmeister. Guten Abend, Inspektor Campanella. Gute Arbeit. Jetzt tu mir den Gefallen und geh eine Runde nach draußen, yeah? Braves Kerlchen. Ja, Inspektor. Hab ich so überhaupt die Gelegenheit, noch irgendwas zu tun? Hey, wie geht's, Baby? Inspektor Campanella, was tun Sie hier? Ich dachte, die Sonderkommission hat heute Nacht einen wichtigen Auftrag. Was macht das schon, wenn meine liebe Lin in der Klemme steckt? Das weiß ich sehr zu schätzen, Inspektor. Natürlich. Sagen Sie nicht, dass ich verdächtigt werde. Verdächtigt, den Mann mit den spitzen Haaren in dem roten Anzug erschossen zu haben? Ich meine, ich habe den Kerl noch nie zuvor gesehen. Nie, Baby? Oh, nun, ich... Vor heute Abend, meine ich. Er hat mich gebeten, ihn hier zu treffen. Er sagte, er hätte Informationen zu dem großen Fall, an dem ich arbeite. Er hat mich kontaktiert. Die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. So. Notizbuch. Schreibtischlampe. Ich kann die Schreibtischlampe drehen. Flup. Kein Sturz. Doch. Nu. Inspektor Campanella, bitte sagen Sie es mir. Schreibtischlampe einschalten. Juckt sie nicht. Schade. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht blenden kann oder so. Da oben ist irgendwas, aber da komme ich nicht ran. Ne, ich habe schon wieder verkackt. Ich muss nochmal von vorne machen. Keine Ahnung. Wow. Wenn sie nicht am Fenster steht, kann sie doch nicht sterben, oder? Davon ist auszugehen. Aber das soll ja jetzt erstmal nicht Sinn und Zweck der Sache sein. So sagten sie ja. Ich solle ja dafür sorgen, oder ich muss ja irgendwie auf den Schrottplatz kommen. Ich soll zum Mörder gehen. Das war zumindest der allgemeine Konsens jetzt eben gerade. So. Der Wachtmeister telefoniert wieder. Ghost. Wieder rübergehen, rübergehen, rübergehen. Telefon. Kurz gucken. Hühnchenparadies. Natürlich. Wollen Sie das Brathähnchen-Dingens? Zum Ort wechseln? Nein, hier bleiben.
Ja, keine Chance. Wir kommen so nicht zum Schrottplatz. Gut. Es wurde gesagt, er meldet sich, wenn irgendetwas Verdächtiges passiert. Ja, aber was ist denn seiner Meinung nach verdächtig? Oder was wäre denn... Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, was ihr tun kann. Ich kann doch eigentlich nur mit... Naja gut, ich kann jetzt nochmal die Lampe drehen. Schade, ich dachte, ich kann ihn so... Nicht direkt umnocken oder so, aber... wisst ihr... Ah! Hm? Aha! Das muss Lins Notizbuch sein. Hey, warte mal. Ja? Ich dachte, sie übt einen Tanzschritt, als ich reinkam. Natürlich. Nein, das war definitiv verdächtig. Kein Zweifel. Das sollte ich melden. Wie kann ich nur telefonieren, ohne dass sie es merkt? Mach's doch einfach. Ja, gut. Okay, cool. So. Dann, bitte. Mit wem spricht er? Aha. Was ist los? Ich habe auf Lin aufgepasst, wie sie es befohlen haben. Und etwas Verdächtiges bemerkt. Wirklich? Dann hat Inspektor Carbonella recht. Sie hat ihr Notizbuch versteckt, als ich reinkam. Ihr Notizbuch, hä? Jawohl. Auf höchst verdächtige Weise. Und an einem höchst offensichtlichen Ort. Noch etwas? Mal sehen. Es ist rosa und es ist ein Notizbuch. Noch etwas? Mal sehen. Jetzt fällt's mir ein. Sie hat das Telefon benutzt, als ich reinkam und sprach von ihrem Notizbuch. Okay, es kommt später jemand. Lassen Sie sich ja nichts anmerken. Okay. Hey, schau nur, die Leitung leuchtet rot. Das ist der rote Draht. Wenn wir es jetzt probieren, funktioniert es bestimmt. Das glaube ich auch. Der Kommissar, mit dem er spricht, ist draußen am Schrottplatz. Und genau da ist auch der schreckliche Mörder, der hinter mir her ist. Okay, dann wechseln wir doch mal dahin. Ba-ba-ba. Wir wechseln mal dahin. Da-da-o. Ich habe auf dich gewartet. Huch, was bist du? Eine Schreibtischlampe, die wie ein Opa klingt, ganz offensichtlich. Wow, ich habe ihn super gut synchronisiert, offenkundig bisher. Sag einfach Ray zu mir. Opa Ray? Du kannst dir wohl das Opa nicht verkneifen, was? Wir sind Seelen. Wir können jede Form annehmen, die wir wollen. Also hast du nicht vor, uns zu zeigen, wie du wirklich aussiehst, oder? Wie dem auch sei. Zu dem Schuss, der dich das Leben gekostet hat. Ich habe ihn in dem oberen Bereich gehört, ein paar Minuten in der Zukunft. Hm. Der Auftragsmörder bereitet wahrscheinlich gerade sein Gewehr vor. Yay. Okay, ich gehe rein. Ich werde ihn mit diesen Geistertrick-Dingern schon erledigen. Tut mir leid, junge Dame. Aber du hast diese Kräfte nicht. Was? Warum nicht? Ich weiß leider nicht warum. Aber nur einige Besondere erhalten die Kräfte der Toten. Ergibt ja irgendwie auch Sinn, weil sonst könnte man ja theoretisch seinen eigenen Tod nochmal verhindern, ne? Also vielleicht geht es ja. Und wir befinden uns halt in der Zeitlinie oder in der Dimension, in der das halt nicht funktioniert. Aber wenn andere halt mit ihrem Geist zurückreisen, dann verändern sie ja quasi gesehen die Zukunft und das kriegen wir nicht mehr mit, weil wir in der aktuellen Dimension halt leben, wo die Person dann halt tot ist. Kann man es verstehen? Vielleicht. Was? Soll das heißen, ich bin nicht besonders? Das ist unfair. Wie auch immer, wir haben nur wenig Zeit. Kommt schon, los geht's. Okay. Chaka, chaka, bau, bau. Weitergemacht, Jungs. Schicksal verändert. Wieso, noch habe ich nichts gemacht? Prinzipiell, oder? Naja, doch. Okay, wir haben dafür gesorgt, dass der Polizist jetzt anruft, aber naja. Dieser schreckliche Mörder, der mich verfolgt, ist oben, oder? Ja, offensichtlich.
Oder anders gesagt, wir können nicht aufhalten, wenn wir hier unten bleiben. Na dann los. Noch einmal erschossen zu werden klingt nicht gerade verlockend. Richtig. So, also. Haben wir eine Möglichkeit, nach oben zu kommen? So. Klappbett. Okay. Klappen? Hat geklappt. Hat geklappt. Zwinker. So, Ventilator einschalten. Es ist wieder derselbe Gag wie... Es ist derselbe Gag, oder? Reifen rollen. Puppe. Kühlschrank. Das nutzt mir gar nichts. Okay. Ich muss kurz rumprobieren. Was war hier mit dem Reifen? Rolle, 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 Rolle. Das ist dumm. Gut. Nichts mit dem Reifen. Okay. Dann machen wir es doch ganz einfach. Machen wir es nämlich mal so. Wir... Ne, Moment. Zuerst den Mixer. Dann den Ventilator. Und dann schnell zur Fahne wechseln. Und dann sollte das Ding sich doch eigentlich wieder nach oben bewegen. Dupdi-dupdi-dup. So. Scheinwerfer ausschalten. Was? Okay. Ist das mit dem Inspektor egal? Ich hoffe es. Geschafft! Jetzt müssen wir diesen schrecklichen Mann zur Strecke bringen. Er muss sich hier irgendwo auf den Schuss vorbereiten. Wir haben keine Zeit, wir müssen ihn schnell finden. Ich werde schon dafür sorgen, dass er lernt, was mit Leuten passiert, die auf andere schießen. Dieses Funkeln in ihren Augen lässt keine Zweifel zu. In der Tat. So. Kann's nur sein... Ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen, oder? Ich hätte aus das Fahrrad springen müssen. Da ist er. Hinterm Polizeiauto, cool. Schau, da oben ist er, der schreckliche Mörder. Ich glaube, sein Name ist Tango, aber das ist wohl jetzt nicht so wichtig. Los, machen wir Hackfleisch aus ihm. Würdest du bitte nicht so grausame Ausdrücke verwenden? Außerdem, ich sehe keine Kerne, mit denen wir dorthin gelangen können. Ich fürchte, wir haben unsere Chance schon verpasst. Der richtige Augenblick ist das Wichtigste. Ja, es kommt auf das Fahrrad an. Jo, dann spielen wir das Ganze nochmal und beeilen uns diesmal ein wenig. Dupdi-dup. Okay, also wechseln, 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 wechseln. Und hier nach oben. Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, was ich von dem Spielkonzept halten soll. Es hat halt viel auch mit Wiederholung zu tun, mit Ausprobieren. Ist ein bisschen... Ja, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber die Geschichte, die drumherum verpackt ist, die ist definitiv nett und schön. Ich glaube, das kann man so festhalten. So. Okay. Nach oben gewechselt. Genau. So, jetzt sind wir hier. Jetzt kommt er. Natürlich. Papa, tschakka, tschakka, tschakka. Tschakka, tschakka, tschakka. Ja, gut machst du das. Schön machst du das. Herz allerliebst. Und halt. So. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. 2 Zentimeter. Gott sei Dank. Hab ich schon Sorgen gemacht. Und ich bin drüben. Okay. So. Heckklappe. Und da ist jetzt der Typ. Der legt ein bisschen früher an als sonst. Zählensicht. Zeit an die Arbeit zu gehen. Spätestens nächsten Monat bin ich Oberkiller. Ganz sicher. Da ist er. Der schreckliche Auftragsmörder. Ich glaube, sein Name ist Tango. Aber das ist wohl jetzt nicht so wichtig. Wir müssen ihn aufhalten, schnell. Neue Informationen wurden hinzugefügt.
Okay. Die Zeit vergeht, wie im Flug. So. Ich muss wahrscheinlich die Heckklappe öffnen, nehme ich an. Ja, was anderes habe ich ja nicht zur Verfügung. Okay. Ich könnte den Scheinwerfer einschalten. Ich könnte das Fahrrad treten. Scheinwerfer einschalten, um ihn zu blenden. Mal gucken. Ah. So, wir konnten zumindest diesen Schuss verhindern. Geschafft. Jetzt bin ich in Sicherheit, oder? Nun, wir haben dein Schicksal verändert, aber nicht vollständig. Noch sind wir nicht fertig. Das ist ein Profi. Und er will offensichtlich unbedingt Oberkiller werden. Nur das eine oder andere verhinderte Schüsschen wird ihn sicher nicht aufhalten. Wir müssen ihn töten, 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 so wie den anderen. Wenn du ihn ein wenig aufmischen willst, werde ich darüber kein Wort in meinem Bericht verlieren. Wir müssen uns schnell noch etwas einfallen lassen, bevor er schießt. Okay, Schicksal verändert. So. Was ist denn hier oben mit dem Fahrrad los? Nicht so ganz. Was anderes kann ich doch nicht tun. Oder? Ich kann den Scheinwerfer wieder ausschalten. Ich könnte die Heckklappe wieder schließen. Warum hat der Polizist sich bewegt? Ausschalten. Ah! Ich muss tatsächlich zum Polizisten. So. Schlagstock. Okay. Bewege er sich herüber? Schlecht. Okay. Hätte ich den Scheinwerfer nicht ausmachen sollen? Oh, Hilfe. Moment. Ah, Blinklicht. Hebel, Scheinwerfer. Wir machen mal das Blinklicht an. Hey, hast du das Blinklicht eingeschaltet? Das war ich nicht. Es ist von selbst angegangen. Ich habe mich ganz schön erschreckt. Lass es einfach, okay? Wir wollen keinen Strom verschwenden. Keinen Strom verschwenden? Okay. Naja, die Autobatterie wird davon schon nicht aufgezehrt werden, denke ich mal. Sind wir schon so arm dran? Wie traurig. Die Polizei, ja. In letzter Zeit legen sie uns ganz schön die Daumenschrauben an, was den Stromverbrauch angeht. Wir dürfen nicht einmal alle Suchscheinwerfer auf einmal benutzen. Oh je. Zumindest das sollten wir dürfen, besonders in dunklen Nächten wie heute. Aha. Alle Suchscheinwerfer gleichzeitig anmachen. Suchscheinwerfer gleichzeitig an... Ach so, ernsthaft? Suchscheinwerfer einschalten. Ja. Wäre da links jetzt... Ne, der Scheinwerfer ist ja auch an. Kommt es jetzt nur noch auf den Scheinwerfer rechts an? Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Das sieht so dumm aus, dadurch, dass der einfach nur da hinten steht. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob das wirklich der raffinierteste Killer aller Zeiten ist oder der dümmste. Ich habe keine Stimme, was ich davon halten soll. Warte, nu! Oh, schau! Nur eines... Schau nur! Eines der Lichter ist aus! Hier gibt es insgesamt drei Lichter. Offenbar kann man nicht alle drei zur gleichen Zeit einschalten. Ach so! Unsere Wache ist über alle Maßen geizig, was Strom angeht. Neulich musste ich nur, damit ein anderer Polizist sehen konnte, was er tut, an Ort und Stelle auf dem Fahrrad strampeln, damit das Licht anging. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Diese Sparmaßnahmen gehen wirklich zu weit. Okay. Dann frage ich mich aber... Aha! Ernsthaft? Wenn man Oberkiller werden will, muss man auf jedes noch so kleine Licht achten. Dieses Jahr werde ich Oberkiller.
Und nächstes Jahr werde ich Kalif anstelle des Kalifen. Wenn man Direktor werden will, muss man auf jeden noch so kleinen Skandal achten. Also taucht er anscheinend nicht an Orten auf, die hell erleuchtet sind. Und nächstes Jahr werde ich skandalöse, gar widerliche Gerüchte über ihn streuen. Yay, das wird sie mit Sicherheit. Ich glaube, wir müssen nur an der Stelle ganz kurz eine Pause machen. Weil der Stream gerade so ein ganz klein bisschen hängt, was mir total leid tut. Jetzt gerade geht's wieder. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal weiter. Und so lange wollte ich ja sowieso nicht mehr machen. Denn ist gut. Okay. So, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Also der Killer hat die Position gewechselt. Der ist jetzt woanders hingegangen. Und da können wir jetzt auch die Lampe wieder anmachen. Ich glaube, das ist richtig so. So, also, wir... Ach, Quatsch. Wir wechseln schnell. Scheiße. Na, Polizist. Dein Freund und Helfer. Ach, Mann. Lass mich raten, das ist das eine Mal, das schon wieder zu lange dauert. Oh, verdammt. Hey, komm. So. Trage mich bitte herüber. Und kauf dir mal eine Brille, das ist ja schlimm. Wie diese Flachpfeifen hier nichts mitbekommen. So. Blups, blups, blups. Scheinwerfer einschalten. Schau nur, eines der Lichter ist aus. Hier gibt es insgesamt 3 Lichter. Offenbar kann man nicht alle 3 zur gleichen Zeit einschalten. Okay, gut. Ich hab's so ungefähr begriffen. Ich muss das Licht auf der linken Seite ausmachen, ja? Was passiert eigentlich, wenn ich Hebel ziehe? Passiert nichts. Komisch. Ich dachte, dieser Hebel dient zum Schwenken des Krans. Diesem schrecklichen Auftragsmörder würde ich gern mal schwenken. Dieser Kran. Ich frage mich, ob man ihn auch noch anders nutzen kann. Wer weiß. Na gut, so. Dann gehen wir mal wieder nach links rüber. Und zwar einmal hier hin. Um den Scheinwerfer auszuschalten. Ist doch alles okay, oder? Wehe, du machst den Scheinwerfer jetzt wieder an. Nö, scheint ihm egal zu sein. Gut, sehr, sehr gut. Es läuft alles nach Plan. Zeitpunkt bis zum Tod? Nee, das ist nicht dein... Na, er ist wieder dort oben. Ich kann so kotzen. Okay, Moment. Okay, er hat sich jetzt wieder erschrocken, oder? Müsste es nicht so sein, dass du dich jetzt erschrocken hast? Zeit bis zum Tod. Warum? Nein. Oh Gott. Trick. Einschalten. Und nu? Mirzabu! Also doch auch da hinten auf. Ja, das ist komisch. Selbst wenn wir seinen Schuss blockieren, gewinnen wir dadurch höchstens etwas Zeit. Wir können ihn, glaube ich, nicht ganz davon abbringen zu schießen. Der einzige Weg, das Böse zu stoppen, ist seine vollständige Vernichtung. Die Kommissarin ist ganz schön entschlossen. Seine vollständige Vernichtung. Ich sollte die Zeit zurückdrehen und... Okay. Tschüss, Jesako. Moment. Bis hierhin. Okay, alles klar. Wir müssen es jetzt aber trotzdem erstmal nochmal so machen, glaube ich, wie ich es gerade hatte.
da mal schauen, wenn er da hinten links ist. Dann wird man ja vermutlich irgendwas anderes machen können. Nehme ich ganz, ganz stark an. Wer mein Oberkiller werden will, ja, ja, dieses, wenn ich aber da. Er taucht nicht in Orten auf, die hell erleuchtet werden. Das ist schön für ihn. So. Blinklicht. Alle erschrecken sich. Hey, hast du das Blinklicht eingeschaltet? Das war ich nicht, ist von selbst angegangen. Lass es einfach, okay? Habe da. Wir dürfen nicht einmal alle Suchscheinwerfer auf einmal. Das ist richtig. Und Schlagstock, bitte so. Okay. So, Scheinwerfer ausschalten. Ich hätte nämlich schwören können, wenn er da steht. Das sieht so dumm aus, wirklich. Von der Perspektive her. Hoppsala. Oh, Gott sei Dank. Wenn er da steht, vielleicht kann ich dann eben doch die Kiste auf ihn drauf fallen lassen. Einschalten. Und wieder hier hin. Ne, Moment. Vielleicht jetzt beim Hebel bleiben. Ich bin mal gespannt, wo er jetzt auftaucht. Das müsste nämlich hier links sein. Na? Na? Okay. Hier bin ich ganz schön weit von meinem Ziel entfernt. Aber ich kann nicht unter einem Scheinwerfer arbeiten. Egal, mit meinen Fähigkeiten wird dieser Schuss zum Kinderspiel. Der Oberkiller Max ist anscheinend dunkel. Ich täte ihm wohl gern den Gefallen, ihn in eine schöne dunkle Zelle zu sperren. Komm schon, Sizzle, schnapp ihn dir. Warte mal, seit wann bin ich denn ihr Gehilfe? Ja, gute Frage. So. Passiert nichts. Schrecklichen würde ich gerne mal schwenken. Ich frage mich, ob man ihn auch noch anders nutzen kann. Aber viel mehr Möglichkeiten habe ich doch dann gar nicht. Ich kann höchstens noch mal... Tja, ich kann ihn dann auch noch mal von links verscheuchen, indem ich den anderen Scheinwerfer jetzt noch mal anmache. Aber was das bringen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Der hat da links ist und nichts weiter. Na gut. So. Oh, schau nur, eines der Lichter ist aus. Hier gibt es insgesamt 3 Lichter. Offenbar kann man nicht alle 3. Unsere Wache ist überall massen geizig. Neulich musste ich... Das ist wirklich traurig. Diese Spaßmaßnahmen. Spaßmaßnahmen? Sparmaßnahmen. Wieder ausschalten. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich renne jetzt mal mit dem Wachtmeister bis hier ganz nach links. Aha! Ich werde bekloppt. Mit der Schranke komme ich nach oben, ja? Okay. Gut, dann werde ich jetzt aber vermutlich nochmal zurückgehen müssen. Ja, genau, weil er wieder in der Mitte ist. Okay, ich verstehe. So. Einschalten. Zicke, zacke und so weiter. So, du wechselst wieder nach links. Hoffe ich zumindest. Ich hebe die Schranke. Bin im Schirm. Bin im Haken. Bin im... Ja, nee, Moment. Warten. Taucht er jetzt wirklich hier auf? Ja, er taucht hier auf. Okay, lege an. Und tschüss, mein Lieber. Das geht nicht gut für dich aus.
Hast du auch einen Schrei gehört? Ich sag doch, ich war's nicht. Das hat auch keiner behauptet. Da. Mörder! Ja. Inwieweit wir jetzt besser sind, das darf halt. Man darf geteilter Meinung darüber sein. Wir haben einen schönen dunklen Ort für unseren Mörder gefunden. Ich glaube, wir haben deinen Tod verhindert. Mal wieder. Indem wir eine andere Person getötet haben. Mal wieder. Schicksal abgewendet. Alle Menschen sind gleich, aber wir sind gleicher. Warum nicht, frage ich mich. Hä? Warum habe ich nicht auch solche Kräfte wie du? Wenn ich das könnte, was du kannst, könnte ich meinen Fall im Handumdrehen lösen. Warum also nur wenige Besondere? Das ist unfair. Das hat der kleine Hund auch gesagt. Nun, offen gestanden bin ich neidisch auf dich. Echt? Warum das? Weil dein Leben gerettet werden kann. Auch wenn du heute noch einmal stirbst. Ich kann dich mit meinen Geistertricks retten. Aber mich kann niemand retten. Oh. Diese Kräfte der Toten. Warum haben sie mich erwählt? Werde ich die Antwort darauf heute Nacht finden? Sissel, das tut mir so leid. Nun, jetzt kannst du tun, was du willst. Das heißt wohl Abschied nehmen, Frau Kommissarin. Werden wir uns je wiedersehen? Wenn du mich wiedersehen willst, musst du einfach sterben. Na okay, verstanden. Ich mach nur Spaß. Ich sollte lieber in die Gegenwart zurückreisen. Yay. Lynn ist dem Tod zum zweiten Mal entkommen. Aber noch ist sie nicht über den Berg. Ich sollte lieber nachschauen, wie es ihr geht. Kommen wir denn jetzt wieder zurück, ist die andere Frage. Ups. So. Gitarre. Nö. Mir fehlt hier jemand, der läuft hier noch irgendwo einer lang. Hallo, hallo. Gestrandete Geisterseele braucht Hilfe. Ah. Ah. Die dumm. So, dann wieder hier so lang, da so lang. Irgendwie so lang zum Telefon. Nun, ich sollte dir wohl gratulieren. Du hast einen weiteren Tod verhindert. Aber ich bin bei meinem eigenen Rätsel noch keinen Schritt weitergekommen. Vergiss nicht, diese Frau ist der Schlüssel. Du meinst Lynn? Sie wird wahrscheinlich immer noch im Büro des Vorstehers festgehalten. Wenn sie sich nicht frei bewegen kann, kann sie ihren Fall nicht lösen. Ich sollte zum Büro des Vorstehers gehen und nach ihr sehen. Es scheint mir eine gute Idee zu sein. Ja. Ach. Und jetzt auf einmal darf ich hintelefonieren, wohin ich möchte. Warum? Das verstehe ich nicht. Egal. Nicht so schlimm. Und so kehre ich in das Büro zurück, in dem Lynn festgehalten wird. Ob sich nun ihre Geschichte ändert, da ihr Schicksal verändert ist? Vielleicht führt uns das alles in eine ganz neue Richtung. Weil es nicht die Vergangenheit ist. Okay. Ja, das ergibt vielleicht sogar Sinn. Es ergibt wahrscheinlich doch, ja, es irgendwie, aber naja. Jetzt, da Lynn wieder lebt, frage ich mich, was sie wohl macht. Sie sagte, sie arbeitet heute an einem wichtigen Fall. Hat er vielleicht etwas mit mir zu tun? Ah, cool. Aktuellen Zeitpunkt speichern. Ja, Mensch. Das machen wir doch glatt. Und dann würde ich doch spontanerweise einfach mal sagen, bevor wir jetzt wieder irgendwas Storytechnisches gänzlich neu aufmachen oder so, weil das ja scheinbar mit dem Internet so eine Sache ist momentan, und weil wir 22 Uhr haben, dann würde ich an der Stelle einfach sagen, dass wir eine Pause machen. War halt heute ein bisschen weniger Ghost Trick, aber na gut. Beim nächsten Mal können wir versuchen, vielleicht wieder ein bisschen mehr Ghost Trick zu machen oder so. Naja.
Gut, tut mir leid, dass es zwischendrin den Hänger gab. Keine Ahnung, woran das lag. Weiß ich nicht. Wird ja an mir gelegen haben, weil immerhin habe ich ein paar verworfene Frames, aber gut. Ist dann halt so. Ansonsten weiß ich noch nicht, ob ich direkt morgen Abend wieder streamen kann. Spätestens Freitag halt geht's weiter. Dann aber mit die Reise ins All. Mal gucken, ob wir da dann wieder ein bisschen Fortschritt machen können. Und mal gucken, wie lange das Spiel da noch geht. Das weiß ich nämlich nicht. Wäre auch mal ganz schön, wieder so ein Stream-Projekt zu beenden, ne? Irgendwie. Aber naja. Gut, dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Und ich wünsche euch einen guten, erholsamen Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt einen. Also dann, ich verabschiede mich, sag an der Stelle tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.